Hallo, ihr süßen Puppies. Ich bin's, eure Jurassic Parker live aus Berlin. Hallo, ist die Weinhaus. Ich sehe heute aus wie so eine amerikanische Präsidentengattin. Oh nee, jetzt ist hier. So, ihr süßen Mäuse, da ist der Klaus, der fährt gerade Auto. Hinten ist die Weinhaus. Mit dem Hund. Ja. Und wir fahren nämlich was jetzt. Was soll das hier werden? Was macht denn der da jetzt? Fahr zu, wir haben gerade Zeit! Heißt das junge türkische Mädchen jetzt, glaube ich, gerade sehr verstört? Ist mir wahnsinnig egal. Was will der hier? Nee, der bleibt jetzt da stehen, Klausi. Der bleibt jetzt da stehen. Ja, genau, was denn? So, jetzt ist wieder gut. Ihr süßen Mäuse, es ist Viertel vor zwölf an einem Mittwoch. Wir fahren jetzt in die beste Bar des Universums und zwar ins Rauschgold. Mittag im Rauschgold ist, glaube ich, so wie in der Hölle sein, aber egal. Der Dreh kam von unserem Agenturchef Sebastian Böhm und der hat für uns einen Dreh rausgeleiert für, und jetzt muss ich wirklich ein Wort sagen, was ich gehofft habe, dass ich das niemals in irgendeinem meiner Videos sagen muss, ein Dreh für RTL 2. Aber gut, RTL 2 News möchte gerne über uns berichten. Travestie macht beliebt. Das stimmt. Und ich frage mich jetzt aber, was RTL 2 jetzt, also ich meine, das kommt in den News. Hier hat jemand ganz toll eingeparkt. So. So. Gehen wir mal hinten in Backstage. Na, guck mal, da sind bestimmt schon alle Transen da im Backstage. Ja, da, guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Da sind schon alle da. Hallo. Gott, meine Entschuldigen Güte. Entschuldigen Sie, wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ja, ich bin heute so ein bisschen Kennedy, ja. Ich dachte mir so, für RTL 2 mal nicht so nuttig. Ich dachte, wenn die RTL 2 News das sind, dann kann es ja nur seriös werden. Natürlich, ja. Also von daher. Aber was, ich frage mich jetzt immer bei RTL 2 News. Und der wahrscheinlich kommt gleich nach der Flüchtlingspolitik, kommt dann Drag Agency als nächstes Thema. Ja? Im Rahmen der Flüchtlingspolitik. Im Rahmen der Flüchtlingspolitik. Die Realisatorin, die auch gleichzeitig die Chefredakteurin ist. Oh. Ja, die ist toll und die mag uns. Ja, die mag uns. Okay. So, die Maike ist jetzt da. Hallo Maike. Hallo. Dass wir dann halt über Jobs sprechen. So, die Maike war jetzt gerade da. Die hat mit Sebastian Böhm ganz viel wichtiges Zeug besprochen. Margot, lass mich mal bitte kurz durch mit deinen dicken Schenkeln. Danke. Aber die ist ganz nett, die Maike. Die ist wirklich nett. So nett. Ich gehe jetzt mal davon. Weil das, ich sage euch Folgendes. Ich habe ja schon genug Privatfernseher erfahren. Die geilsten sind immer die Tontechniker. Und die gucke ich mir jetzt mal an. Hi. Hi. Der Tonmann ist gar nicht so süß, wie ich dachte. Der Kameramann ist halt so ein kleiner, properer Typ. Ich wollte heute eigentlich noch Geschlechtsverkehr haben. Ist jetzt leider nicht möglich. Okay, also wir machen jetzt im Prinzip filmisch so ein paar Vorbereitungen, bevor wir dann nach vorne gehen. So, ihr Mäuse, wir drehen jetzt. Sebastian Böhm macht jetzt ein Interview mit der Maike. Und wir stehen hier im Hintergrund rum. Und der sollen halt so tun, als ob wir uns alle unterhalten. Mein Ziel mit der Agentur ist es vor allen Dingen, Jack Queens. Ja, siehst du, das ist der Haus mehr. Ja. Als Stars darzustellen. Komm. Ja. Gitti. Ja, hi. Also es sind nicht einfach nur Männer, die irgendwie geschminkt sind oder so. Ich kenne immer nur den aus Socke, tatsächlich. Das ist schon seit 100 Jahren keinen mehr aus Socke. Zeig mal. Sondern es sind Stars, mit Star-Appeal, mit einer Geschichte, vielleicht sogar auch mit einer, wie sagt man, mit einer Message. Mal hier, zeig mal. Das ist ein Penis. Ein Penis? Was ganz Neues für uns. Aber das Tolle ist, ich kann mir selber einen lutschen. Die drehen da noch? Die machen da irgendwas, weiß man nicht genau. Ich bin eine und dieselbe Person und das ist, bin auch ich. Auch wenn ich anders aussehe. Und das ist der Kanal, den ich für mich gewählt habe, meine Kunst ausdrücken zu können. Ich könnte niemals ohne das Fummeltragen existieren, weil das komplettiert mich in meinem Wesen.
Dann kannst du noch mal irgendwie einen Gruß an meine YouTube-Fans sagen. Ja, hallo, lieben Gruß. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu überrascht, dass jetzt eine richtige Frau vor euch sitzt. Das ist bestimmt ein ganz anderes Bild als sonst. Ja, aber ja. So, ihr Mäuse, wir haben eine kurze Drehpause. Wir werden jetzt Folgendes filmen. Und zwar, wir sind jetzt alle auf der Bühne und wir tun jetzt so, als ob wir irgendwas proben für irgendeine Show. Ja? I have to turn my head until my darkness. It's a new dawn, it's a new day. Ich werde jetzt so tun, als ob ich moderiere. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich kann. Hey, Applaus! Oh, es ist so schön, hier zu sein, ihr süßen Mäuse. Ich habe heute meinen YouTube-Kanal. Filme ich heute wieder live. Ich stelle mich mal kurz hier ab, ihr süßen Mäuse. Mann, ich habe so einen Stress gehabt. Ich brauche erst mal einen Stuhl, den man hinsetzen kann. Aber nee, warte mal, bevor ich euch das erzähle überhaupt, was ich heute erlebt habe. Ich habe euch noch gar nicht meinen Popo gezeigt. Ich habe einen neuen Po, den habe ich mir gekauft in der Karl-Marx-Straße. Diese wunderschönen Drags sind alle bei der ersten Drag-Agentur Deutschlands. Ich habe ein bisschen bei der Arbeit zugeschaut. Es war bunt und laut, oder? Yeah! Und den ganzen Spaß seht ihr ab 20 Uhr bei uns in den News. Super. Wollen wir mal gucken, vielleicht, ob ihr stehen das bleiben? So gut findet? Ach so, können wir das schon mal abspielen? Ja, komm. So, ihr süßen Mäuse. Maike von RTL 2 ist jetzt weg. Alle gehen jetzt in Backstage, ja? Sebastian Böhm, wie war es für dich heute? Es war ganz, ganz unfangen. Weißt du, was ich festgestellt habe? Ich habe mich so verliebt in dich heute. Wirklich? Ich war ja schon immer verliebt in dich, aber heute, du bist ganz toll. Ja? Ja, wer ist Schöneberger und Engelke? Ja, wenn wir doch dich haben. Ach, du süße Maus. Ja. Siehst du mal, gut, dass du mich unter Vertrag hast. Ne? Nee, aber mein Schatz, wir werden noch was Schönes zusammen machen. Unbedingt. Zwei, oder? Heute war der Anfang. Und ich trinke jetzt einen Schnaps. Es reicht mir jetzt hier auch. Die ganze Zeit nüchtern sein ist ja auch keine, ist ja wirklich eine Qual. Jetzt trinke ich einfach mal einen Schnaps. Aber es darf niemand wissen. Das darf niemand wissen, dass ich jetzt hier heimlich einen Schnaps getrunken habe. Im Prinzip brauche ich für das Theater im Prinzip einen weißen Hintergrund und es wird so ein bisschen Ich hoffe, euch hat's gefallen, ihr süßen Mäuse. Abonniert meinen YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr und Google+. Und Grindr natürlich auch. Gehabt euch wohl, wir sehen uns bald wieder. Wo? Na, im Internet. Bis dann. Bye. Sharing is caring.